So. Komm, lass mich da mal hoch hier. So. Dann müssen wir natürlich da ein bisschen... Ja, den werden wir ein bisschen abtragen müssen, glaube ich. Aber das mache ich jetzt von Hand hier. Anders wird es nicht gehen. So, dann müsst ihr jetzt durch, dass ich hier ein bisschen rumbuddel. Entschuldigung. Ah, ich habe schon wieder eine Froschfamilie. So. Wie spät haben wir es überhaupt? Ah, ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Schon 2 Stunden, alter Dene. Meine Güte. Ja, wenn man einmal drin ist, dann hat man das schnell erreicht. So. Dann werde ich dann gleich auch mal Feierabend machen müssen. So. Dum di dum di dum di dum di dum di dum di dum. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, nur dass man so ein bisschen abgeflacht ist. So. Und dann noch weiter hier. 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. So. Oh, Schaufel kaputt. Ja, okay. Dadurch, dass wir jetzt ein bisschen Effizienz auf die Spitzhacke haben, geht das mindestens schneller. So. Tut mir leid, dass das jetzt so schnell geht, aber ich glaube, jetzt eben runterrennen und neue Schaufeln machen würde länger dauern. Dafür bin ich aber den Steinen jetzt mal schneller. So. Kommt, machen wir sie ganz kaputt. Bronzespitzhacke. Kupferschaufel. Kupfer. Naja, jetzt ist sie ganz kaputt. So. Dum, da dum, da dum, da dum. So. Heieieiei. Na komm, ach kommt, den Rest machen wir später, ein andermal. Es muss jetzt nicht sein. Autsch. Und er ist nicht fertig geworden, so wie es aussieht. Ach Mensch, kann doch nicht angehen. Arbeitet der noch? Nee, ne? Ach doch, ein bisschen. In den letzten Zügen. Habe ich mindestens ein bisschen Holz mit? Nee, habe ich auch nicht. Schmeißen wir hier mal ein bisschen Holz rein. Das müsste er rein theoretisch können. So, da ein bisschen Holz. Hier ein paar Säpplinge. Ja, mindestens noch ein bisschen was schafft. Und der ist ja auch abgeschnitten. Dann kann man den auch eben noch verarbeiten. Da noch ein bisschen Holz rein. Da ein bisschen Holz. So, vielleicht schafft er dann noch ein bisschen was. Ansonsten machen wir den Rest halt mit der Hand. Ist ja dann jetzt auch nicht mehr viel. So, gut. Dann würde ich sagen, war es das quasi für heute. Habe ich jetzt noch Lust? Ja, Lust habe ich eigentlich schon noch eine ganze Menge, aber die Frage ist, ob sich das jetzt wirklich lohnt. Ich mache mal hier ein paar Treppen. So, das sollte mal lang. Da muss ich mal kurz was gucken. So, aber das werden wir eh nochmal umbauen hier, weil die Ecke gefällt mir so noch nicht wirklich.
Muss ich zugeben. Dann machen wir nochmal auf. Das gefällt mir so noch nicht. Ach komm. So. Das müssen wir noch anders machen. So, nach außen machen wir dann eh zu. Das müssen wir noch anders machen. So, aber wie? Wo sind wir denn da? Ich überlege, ob wir da ganz anders reingehen. Ich könnte jetzt... Nee, warte mal. Hier mal eine Tür hinmachen. So, jetzt habe ich keine Schaufel mehr. Ist egal. Dann machen wir mal eben so. 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 Haha. Ja. So. Gut. Dann gehen wir nämlich hier so runter. Da haben wir es, glaube ich, besser mit geregelt. Mache ich nämlich hier eine schöne Treppe hin. Bauen wir uns einen schönen Abgang rein. So. Jetzt muss ich aber so mal runterhüpfen. Also wirklich passen passt das so auch nicht jetzt. Hier wäre dann... Dann wäre hier... Dann muss ich nach hier noch aufklopfen. Aber es ist ja das Geringste. Ups. Dann hier runter. So. Warte mal, was muss ich denn da weitermachen? Da. So, da. 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 So. Ah, das schaffen wir schon noch. So, und dann können wir eigentlich hier noch. Noch einen. So. Boah, das kann das sein, dass es in Minecraft gerade angefangen hat zu regnen. Das erscheint mir so. So. Gut. So. Und dann gehen wir nämlich hier runter. So, dann können wir hier weiter runter gehen und dann sind wir eigentlich schon fast unten. So, machen wir jetzt erstmal nur einer Treppen. Weil das sind jetzt doch mehr Stufen geworden, als ich erst dachte. Obwohl, nee. Müsste genau passen. Wunderbar. So, dann können wir nämlich hier die Tür reinklatschen. So, und dann gehen wir ganz einfach hier in den Keller.
in die Schlucht. So. Weil dann könnten wir nämlich hier irgendwo das Portal hinbauen. Da vielleicht. In den Nether. Füllen wir hier mal ein bisschen auf. So. Hier können wir mal auffüllen. Hier die ganzen Steinchen mal auffüllen, dass dann die Lücken weg sind. Hier müsste noch ein bisschen Licht wieder hin. So. So. Und das können wir auch noch weghauen. Haben wir hier mehr Luft. Und dann, genau. Dann gehen wir hier runter. Dann machen wir hier Kabel. Oder nehmen wir machen hier auf. Weil es geht ja dann eh da weiter. Hier mal auf. So. Das heißt, da hier Stufe, Stufe, dann hier nochmal Kabelweg machen. So. Ja, und dann können wir hier quasi das Portal reinbauen. Hier wird er weggemacht. So. Bauen wir da das Portal rein. So einfach geht das. Ja, ich würde sagen, das machen wir so. Kann man hier ein bisschen Wand hinklatschen. Dann hole ich mal schnell unser Obsidian. Da haben wir es nämlich. 6, 9, 10. Dum, di, dum, di, dum. So. Wunderbar. Machen wir es nämlich noch ganz schnell. Tada! Fertig ist es. So, aber dieses Portal werden wir heute nicht mehr anzünden, sondern in der nächsten Folge. Gut, dann ich hoffe, ihr hattet euren Spaß bis jetzt. Was macht unser Lava hier? Oh, da haben wir ja noch. Da haben wir noch. Aber wieso ist der nicht ganz voll hier? Der müsste doch. Oh, aber die Bedbox ist voll. Das ist die Hauptsache. Oh, was haben wir hier? Ein Loch. Hier haben wir auch Loch. Machen wir mal zu. So, da haben wir auch ein Loch. Und da sowieso. Überall noch Löcher. Ah, hier auch. Ich weiß gar nicht mal, wie wir die Steine hier hergestellt haben. Ah, egal. So. Ja, gut. Wir haben also, wie ich meine, relativ viel geschafft. Wir haben viele neue Geräte. Wir haben, eine Sägemühle, die gerade Hunger auf Holz hat. Hauen wir mal rein. Ja, wir sind umgezogen quasi. Wir wissen schon, was da reinkommt. Und doch, ja, ein bisschen Farbe fehlt noch an den Wänden. Das muss ja nicht so grau bleiben. Da können wir uns auch eine hübsche Wandfarbe ausdenken. Und dann pinseln wir noch das Haus an. Bauen dann, nachdem wir im Nether waren, das Dach fertig und gucken, ob wir vielleicht ein paar Blazewards kriegen. Derweil wir ja auch früher oder später Lava herholen wollen. Ja, gut, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Holdrio und herzlich willkommen zu meinem Singleplayer. Ja, für euch ist es jetzt nur eine Zehntelsekunde her. Für mich ist es jetzt bestimmt 2 Wochen her, wo ich das letzte Mal hier auf dieser Welt war. Und viel ist passiert in der Zeit. Das Battle läuft und läuft und läuft und läuft. Und ja, der Sebikraft-Server hat aufgemacht und da bin ich gerade schwer am Kämpfen. Wir mussten auch gerade schon mal die Welt resetten. Und naja gut, läuft nicht so gut, wie es hätte laufen können und sollen.
Und ich muss ehrlich sagen, dass ich schwer enttäuscht bin, was den Sebikraft-Server angeht, also den Alpha-Server. Ich finde es echt traurig, dass wir wirklich gezwungen sind, da umzustellen auf MCPC+ und Plugins draufhauen zu müssen, weil es einfach nicht funktionieren will, dass man halt nicht in fremde Kisten guckt, dass man nicht fremde Sachen nimmt und dass man halt auch nicht fremde Steine abbaut. Ja, traurig, aber wahr, und ich bin sehr enttäuscht. Aber nun gut, so ist das Leben nun mal. Ich ziehe meine Lehre daraus, nämlich die, dass es wirklich nicht lohnt, wegen ein paar Einzelner, sag ich's mal so, so ein Projekt wie den Server aufzuziehen. Aber na gut, wir testen es erstmal weiter. Im Moment läuft es ja relativ gut. Ich hoffe, es bleibt auch so, dass es da nicht nochmal größeren Ärger gibt. Nun gut, wir sind dabei gewesen, hier unsere Maschinchen zu bauen, beziehungsweise haben sie gebaut. Wir haben ja hier schon ein bisschen IC, ne? So Kompressor, Macerator, Electric Furnace, Extraktor. Hier haben wir, glaube ich, schon mal eine Sägemühle hingebaut. Noch ein bisschen schwach bestückt, aber wir wissen halt jetzt, dass man hier aus diesem Rubberwood auch Sticky Resin bekommt. So, was haben wir hier? Ah, hier haben wir noch ein paar Diamantchen. Ah, hier ist schon das Loch für die ME-Anlage, genau. So, unser nächstes Vorhaben müsste eigentlich sein, die Energieversorgung besser hinzukriegen. Das heißt, wir müssten irgendwie Lava hier hinbekommen. Ja, jetzt gibt es halt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wir laufen immer in den Keller und holen uns Lavazellen. Die andere ist, da ist sogar noch ein bisschen was drin. Wieso lädt der nicht weiter auf? Der mag nicht. Verstehe ich gerade nicht, aber egal. Achso, wahrscheinlich, weil die Bedbox eh voll ist und der nicht laufen muss, natürlich. Die andere Möglichkeit ist es natürlich, hier einen Lavatank hinzukriegen und dann irgendwoher die Lava zu holen, bestenfalls aus dem Nether. Oder halt einer anderen Welt. Allerdings haben wir hier unten ja auch Lava ohne Ende. Also hier unten drunter könnten wir auch erstmal besorgen. Bloß, ist schwierig, die zu pumpen. Ja, super, schicke Musik. Wieso ist das hier so offen? Bin ich des Wahnsinns? Was mache ich denn hier für einen Blödsinn? Da kommt doch jeder rein. Ich bin total verwirrt mit den Gedanken hier. Entschuldigt bitte, wenn ich jetzt hier noch nicht klar bei der Sache bin. Ich bin gerade über mich selber schockiert, dass ich es hier so offen lasse. So. Also wie gesagt, da unten sind zwar ein paar Lavasees, aber da jetzt großartig eine Pumpe anschließen, macht auch nicht wirklich Sinn, weil der ist ja dann schneller leer als... Da muss man ja ständig runterrennen. Und vor allem bräuchten wir dann auch einen Tank. Und also hier so ein Endertank. Und dafür müssten wir erstmal in den Nether generell. Das heißt, wir müssten eh in den Nether. Hatten wir nicht gesagt, wir wollten irgendwo das Portal hinbauen? Haben wir das nicht sogar schon gebaut? Ich überlege gerade. Wollten wir das nicht hier unten hinbauen? Ach, es steht schon da. Oh, Mist. Was für ein Mist. Will ich denn jetzt in den Nether? Ich überlege gerade. Aber bestimmt nicht ungeschützt. Da muss ich erstmal gucken. Wollen wir in den Nether? Echt? Mann, ihr seid ihr mutig. Also ich bin ja nicht unbedingt dafür, aber wenn ihr unbedingt wollt. Dann müssen wir mal schauen. Was haben wir denn so? Vor allem, ich habe noch 16 Iron Dust, dann machen wir die doch mal zu Eisen, dass wir uns da mal ein bisschen Rüstung zaubern können.